Und herzlich willkommen zur vierten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert. Heute möchten wir uns vor allem damit beschäftigen, wann wir den Gegner angreifen sollten. Denn jede Kampfkunst oder jeder Kampfsport ist letztendlich darauf zurückzuführen, wie wir uns im Vergleich zu unserem Gegner positionieren, wie wir ihn kontrollieren und welches Timing unsere Techniken haben. Und um das Timing, genau darum soll es heute gehen. Und Giovanni Dalla Gocchia gibt uns in seinem Text gleich mehrere Hinweise darauf. Und der erste ist, greife niemals einen Gegner an, der bereit für einen Angriff ist. Also der einfach hier schon wartet darauf, dass wir ihn angreifen. Da wird es sehr leicht fallen, zu reagieren und einen Gegenangriff zu starten. Und das schreibt er genau, einen wartenden Gegner. Da laufen wir die Gefahr, in einen Konter reinzugehen. Also, was sollen wir stattdessen machen? Er sagt, wir sollen die Tempi nutzen. Und fünf davon gibt er uns an. Was ist ein Tempo? Die Einzahl von Tempi? Nein, Tempo ist ein Zeitfenster. Und Giovanni Dalla Gocchia stammt ja aus dem 16. Jahrhundert, also einem Zeitraum, wo Zeit eben noch nicht in Sekunden und Millisekunden ganz exakt gemessen wurde. Was wurde stattdessen gemacht? Naja, die Bewegungen wurden miteinander verglichen. Und es wird gesagt, okay, jede Bewegung, ob nun Schlag, Stich oder Schritt, ist letztendlich ein Tempo. Und diese können wir miteinander vergleichen. Nämlich zum Beispiel ein Mandrito Fendente als Colpo Intero geschlagen, ist beispielsweise ein längeres Tempo als ein Mezzo Mandrito. Mezzo-Colpi erzeugen beispielsweise nur ein halbes Tempo, also ein Mezzo-Tempo, während ein Colpo-Intero ein ganzes Tempo erzeugt. Zwei Bewegungen erzeugen zwei Tempi. Also so versucht man hier Bewegungen irgendwie miteinander zu vergleichen. Und wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an den bereiten Gegner, dann fällt es ihm zwar beispielsweise leicht, einen Angriff zu parieren, wenn er bereits darauf wartet. Aber es wäre ja jetzt deutlich schwieriger, wenn er bereits selber in einer Bewegung ist. Also ich beispielsweise hier selber einen Reverso schlage und in dem Moment kommt dieser gleiche Hieb auf meine linke Seite. Dann müsste ich ja erst hier quasi mein Schwert stoppen. Ich müsste es umdrehen und wieder hier zurückführen. Das ist also ein wesentlich längeres Tempo, ein größeres Zeitfenster, um für meinen Gegner mich hier anzugreifen. So, und diese Zeitfenster, die beschreibt hier Giovanni Dalla Gocchia in seinem Text. Und die ersten beiden davon, die kennen wir bereits. Und zwar das erste ist, genau nachdem wir den gegnerischen Schlag pariert haben, ist ein guter Moment, um selber anzugreifen. Denn wir versetzen das gegnerische Schwert, wir bringen es also aus der Position raus, wir haben hier auch eine gewisse Kontrolle. Wir erzeugen eine Öffnung, super, direkt hereinstoßen. Das erste Tempo. Das zweite Tempo ist, nachdem der gegnerische Schlag an uns vorbeigeht, also wir entweder ausweichen oder der Gegner selber zu kurz schlägt, ist ein guter Moment, um gegen anzugreifen. Also auch das haben wir schon in der allerersten Übung geübt. Wir sind zurückgewichen, um dagegen anzugreifen. Oder nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen. In dem Moment, wo ich hier diesen Reverso mache, mache ich natürlich hier oben alles auf, ne, weil es mir schwer fallen wird, diesen Schlag jetzt noch zu blockieren. Okay, das sind die ersten beiden. Das dritte Tempo, von dem Giovanni Dalla Gocchia spricht, ist es, wenn die Schwerthand gehoben wird. Und zwar genauer, wenn die Schwerthand zu einem Schlag gehoben wird. Also stellen wir uns mal vor, wir sind hier in Coda Longa Stretta und euer Gegner möchte euch einen Schlag verpassen. Dann möchte er euch den ja vielleicht besonders kräftig gestalten, hebt dazu seine Hand im Prinzip in Guardia Alta und greift an. Aber genau in diesem ersten Moment, in diesem Tempo, wo ich die Hand hebe, stellt ja weder mein Schwert für euch eine Gefahr dar, noch mache ich eigentlich eine sinnvolle Aktion. Ich bewege mich im Prinzip hier aus dem Zentrum, aus der direkten Linie zwischen euch und mir weg. Das ist also ein schöner Moment für euch beispielsweise, um mich in Guardia
die Fatscha anzugreifen. Gut. Also natürlich kann man auch hier aus Coda Longa Stretta nur sehr kleine Schläge machen. Und ihr seht, dass ich hierbei nicht die Hand hebe, aber der Angriff ist natürlich auch deutlich schwächer. Gut. Also drittes Tempo, Handheben des Gegners. Viertes Tempo ist es, wenn er in Reichweite unachtsam die Position wechselt. Ja, wir haben schon darüber geredet, dass im nahen Spiel diese Stretta-Positionen deutlich vorteilhafter sind. Ja, denn sie schützen einen größeren Teil unseres Körpers und lassen dann unser eigenes Schwert in der Präsenz des Gegners, sodass er irgendwas erstmal damit machen muss, um dieser Gefahr Herr zu werden. Gut, was passiert jetzt aber, wenn jemand unachtsam einfach in eine der Lagerpositionen geht im nahen Spiel? Ja, dann macht man sich natürlich in dem Moment genau sehr weit auf. Und genau das wollen wir hier nutzen. Also beispielsweise, wenn ich hier in Porta di Ferro Lager gehe, mache ich natürlich hier diesen Raum sehr weit auf. Na, wenn jetzt hier was kommt, muss ich erst wieder das Schwert stoppen, ich muss es umdrehen. Na, das ist ein langes Tempo. Braucht viel Zeit, um den Angriff zu parieren und werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Im Prinzip, unser Wechsel hier mit der Handheben in Guardia Alta ist genau das gleiche Prinzip. Und Tempo Nummer 5, was uns Giovanni Dalla Gocchia gibt, ist das, wenn unser Gegner den vorderen Fuß hebt. Er sagt, okay, auch natürlich, wenn der hintere Fuß gehoben wird, das ist auch ein Tempo. Aber wenn der vordere Fuß gehoben wird, ist es ein größeres Tempo. Ne? Weil der vordere Fuß gehoben wird, folgt ja in der Regel auch ein Schritt nach vorne. Das heißt, wir bewegen uns näher ran. Das heißt, wir verkürzen die Distanz. Und kürzere Distanz braucht bei gleicher Geschwindigkeit kürzer, um überbrückt zu werden. Ne? Also gibt er uns oder er schenkt uns hier in diesem Moment im Prinzip etwas Zeit. Wir brauchen nur noch eine kleinere Bewegung, um ihn anzugreifen. Und wenn er das macht, ist er einerseits verkürzt die Distanz und andererseits gibt er selber Stabilität auf. Ne? Letztendlich könnte man einen Schritt nach vorne als ein kontrolliertes Fallen nach vorne bezeichnen. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Fallen. Man gibt also ein bisschen Stabilität auf. Das ist auch ein Grund, warum Giovanni Dalla Gocchia sagt, okay, diese Schritte sollten beispielsweise nicht zu groß und nicht zu klein sein, sodass wir immer Balance halten können. Aber nehmen wir mal an, jemand macht einfach einen wahnsinnig großen und unbeherrschten Schritt auf uns zu, dann ist das natürlich ein wunderbarer Moment, um genau diesen Moment in diese Lücke hereinzustoßen. So, das sind die 5 Tempi. Und jetzt könnte man natürlich sich denken, okay, die hängen alle irgendwie mit Bewegung zusammen. Wenn ich jetzt also meinem Gegner kein Tempo geben möchte, dann könnte ich ja einfach wie angefroren hier feststehen. Okay, dann kommt aber ein weiteres Konzept ins Spiel und das nennt sich eine Provokation. Und zwar, wenn der Gegner euch kein Tempo gibt, dann solltet ihr immer mit einer Provokation arbeiten. Und dieses ganze Buch, diese Quelle ist bestimmt zur Hälfte davon voll mit verschiedenen Provokationen, Kontern, Paraden und so weiter. Also sehr viel Stoff. Aber im Grunde genommen gibt es 2 Arten von Provokation. Die erste ist eine Provokation mittels Angriff und die zweite ist eine Provokation mittels einer Einladung. So, was ist eine Provokation mit einem Angriff? Naja, wenn ich hier in Coda Longa Stretta einfach nur still stehe und ihr beispielsweise einen Stich startet, ganz entspannt und relaxed, dann wird er immer weiter auf mich zukommen und irgendwann müsste ich mich natürlich bewegen, um diesen Stich abzuwehren. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, kreiere ich natürlich ein Tempo. Und vielleicht ist es sogar so ein Tempo, das so groß ist, dass ihr darin angreifen könnt. Also vielleicht hebe ich an dem Moment den Arm, weil ich euch besonders weit rausparieren möchte und dann ist ein guter Moment gekommen, mich in diese Lücke beispielsweise anzugreifen. Okay, aber wie gesagt, diese Provokation mit Angriff, die ist erstmal grundsätzlich nicht primär dazu gedacht zu treffen. Also das ist nicht die erste Intention, die dahinter steht. Wenn der Gegner nichts macht, na
Naja, dann könnt ihr euch natürlich immer näher ranbewegen, bis ihr so nah dran seid, dass der Gegner letztendlich gar nicht mehr reagieren kann. Also wenn das gegnerische Schwert bereits hier ist, dann ist es völlig egal, ob ich mich jetzt hier bewege oder nicht. Ihr müsstet nur noch den Arm strecken und könntet unter Kontrolle den Gegner angreifen. Gar kein Problem. Also auch das würde natürlich ein Tempo kreieren für euch, um sicher anzugreifen. Aber das wird ja meistens nicht passieren. Also dieser erste Angriff, den ihr startet, ob es ein Stich oder ein Schlag ist, ist meistens dazu gedacht, den Gegner einfach aus seiner Position herauszubewegen, ihn entweder zu einer Verteidigung zu bringen oder selbst zu einem Angriff, mit dem ihr dann arbeiten könnt. Also eines dieser fünf Tempi zu erzeugen, über die wir gerade gesprochen haben. So, und das zweite ist mit einer Provokation via Einladung. Und jede dieser Positionen der Guardias, über die wir gesprochen haben, die decken ja alle einen Teil unseres Körpers. Also Coda Longa Stretta deckt mich zum Beispiel nach rechts. Aber sie laden auch auf einer anderen Seite ein. Sie geben gewisse Öffnungen. Und dieses Schwert kann mich nicht komplett schützen. Also nach rechts hier oben bin ich gedeckt, aber hier unten bin ich offen, ich bin hier offen und vor allem ist meine gesamte linke Körperseite offen. Wenn ich also so zu meinem Gegner stehe, ist es wahrscheinlicher, dass ich hier angegriffen werde. Oder noch extremer, wenn ich das Schwert herunternehme, dann ist natürlich hier alles oben offen. Und solche Einladungen können eben dafür verwendet werden, einen Angriff zu provozieren, mit dem man dann rechnet, um ihn dann beispielsweise abzuwehren und gegen anzugreifen. Okay, also das ist eine ganze Menge. Wir fassen das nochmal alles kurz zusammen. Es gibt fünf Tempi, in denen man sinnvoll angreifen kann. Ein Tempo ist ein Zeitfenster. Das erste Tempo ist, nachdem wir den gegnerischen Angriff pariert haben, können wir angreifen. Das zweite Tempo ist, nachdem wir dem gegnerischen Angriff ausgewichen sind, können wir gegen angreifen. Das dritte Tempo ist, wenn der Gegner die Schwerthand hebt, können wir angreifen. Das ist keine Gefahr gerade für uns in dem Moment, wo er noch ausholt. Das vierte Tempo, wenn er unachtsam zwischen den Positionen wechselt oder zu große Bewegungen macht. Und das fünfte Tempo ist, wenn er den vorderen Fuß hebt. Weil dann dieser Schritt folgen wird. Gut, und wenn der Gegner nichts macht und auf uns wartet, dann sollten wir mit Provokationen arbeiten. Wir sollten ihn also dazu zwingen, aus seiner Position herauszugehen und die Tempi, die sich uns bieten, dann zu nutzen. Gut, dann freue ich mich, hoffe, ihr habt was gelernt und wir sehen uns gleich in der Übung. Willkommen zurück zur Übung. Da es heute vor allem um das Timing gehen soll, sind die Aktionen, die wir machen, relativ einfach. Also es wird immer nur entweder ein kleiner Schlag in einen Stich sein oder direkt ein Stich als Angriff. Wir möchten aber ein bisschen Fußarbeit damit zumachen, sodass wir flexibel reagieren können, ob jetzt gegnerische Angriffe von oben oder unten kommen und sich unsere Reaktion nicht groß unterscheidet. Und zwar, was wir machen, wenn ein Angriff auf unsere linke Seite kommt, der Gegner also einen Mandrito schlägt, dann möchte ich, dass unser Schwert auf jeden Fall hier in eine der Porta di Ferro Position kommt. Genauer gesagt möchte ich auch, dass der vordere Fuß zurückzieht. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr ihn nur ranzieht, wie wir es in der allerersten Woche gemacht haben. Dann seid ihr hier in Porta di Ferro Stretta oder vielleicht Porta di Ferro Alta, wenn die Hand etwas höher ist, der Angriff etwas höher kommt. Oder, das überlasse ich euch, ihr könnt den Fuß auch ganz zurückziehen, dann seid ihr hier in Cinghiare Porta di Ferro Stretta oder Cinghiare Porta di Ferro Alta. Okay, und aus diesen Positionen möchte ich, dass ihr einfach, wenn das Schwert am Ende auf dieser Seite noch ist, in Guardia di Faccia geht und gegen angreift. Und wenn das Schwert, aus welchem Grund auch immer, vielleicht geht es ja nach unten, gleitet durch, ihr weicht ja auch automatisch aus. Hier durch diese Beinbewegung, wenn es da ist, dann möchte ich, dass ihr den Guardia d'Entrare gegen angreift. Ja, Guardia d'Entrare deckt mich besser nach rechts, Guardia di Faccia deckt mich besser nach links. Ja, kommt der Angriff nach oben, binde ich hier mit meinem Schwert, setze das gegnerische Schwert raus,
halte diese Verbindung und greife gegen an. Rutscht der Angriff vielleicht durch, decke ich mich in die andere Richtung. So, und das gleiche Spiel, natürlich wenn der Angriff von unserer rechten Seite kommt, der Gegner also einen Roverso schlägt. Jetzt gehen wir in eine der Coda Longa Position. Wie gesagt, entweder ihr setzt das Bein ganz zurück, dann seid ihr jetzt in Coda Longa Alter. Oder ihr zieht es nur ran, aber so ein bisschen zurück auf jeden Fall. Und von hier aus wieder das gleiche Spiel. Ist das Schwert am Ende noch hier, also beispielsweise wehrt ihr es oben ab. Gegenangriff in Guardia d'Entrare. Rutscht es euch vielleicht unten durch. Dann Gegenangriff in Guardia di Faccia. Also diese Aktion nochmal. Zack. Und Gegenangriff. Und eine Sache noch beim Gegenangriff, die mir relativ wichtig ist. Und zwar, nachdem ihr hier abgewehrt habt und jetzt gegenangreift, schiebt zuerst euren Arm nach vorne und dann den Körper hinterher. Ja, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Schwert ja aus Debole und Forte besteht, also Schwäche und Stärke. Und wenn ihr das Schwert zuerst vorschiebt, schiebt ihr im Prinzip eure Stärke in die gegnerische Schwäche dabei. Ihr maximiert also euren Hebel und damit eure Kontrolle über das gegnerische Schwert. Ja, also zuerst das Schwert und dann den Körper hinterher. Außerdem macht ihr euren Körper auch stabiler. Ne? Wenn ihr hier ausgestreckt seid, dann das erstmal auch die schnellere Bewegung, ne? Weil ich kann den Arm viel schneller strecken, als hier so einen Schritt zu machen. Aber ich bin auch stabiler, wenn ich jetzt irgendwo tatsächlich aufstoße, dann möchte ich ja, dass das die Kraft tatsächlich durch meinen Arm und den ganzen Körper bis ins Bein transportiert wird und ich nicht hier irgendwie so krumm aufkomme und dann vielleicht das hier einknickt und ich gar keine Power und keine Durchschlagskraft hinter diesem Stich mehr habe. Also noch einmal von beiden Seiten, zack, oder wenn der Angriff durchrutscht, zack, wenn ich hier abwehren muss, zack, oder wenn der Angriff so durchrutscht, ups, nochmal, zack. Gut, dann gebe ich euch jetzt abwechselnd Mandriti und Roversi. Bereit? Wir fangen entspannt an. Gut, das soll dazu passen. Das waren jetzt also im Prinzip die Tempi 1 und 2, also Parade, Ripost und Ausweichen, ja, mit dem Fuß ausweichen und Gegenangriff direkt starten. Jetzt möchten wir uns mit den anderen drei Tempi oder zumindest erstmal 3 und 4 beschäftigen. Und zwar der Positionswechsel, also die unnötig großen Bewegungen und das Heben der Hand zum Schlag. Und bei dem muss man sagen, okay, die sind etwas schwieriger jetzt online beizubringen. Besser wäre es natürlich, ihr hättet wieder einen Partner. Aber auch so lernt man schon mal ein paar Sachen
darüber kennen. Ihr seht ja auch, was für Bewegungen ich mache, welche hier größer sind und so weiter. Also etwas könnt ihr sicherlich auch hiervon mitnehmen. Gut, wir stellen uns vor, wir sind in einer Reichweite, wo wir ungefähr noch einen Passata, also einen ganzen Schritt brauchen oder einen sehr großen Ausfall, um uns zu erreichen. So, und wir stellen uns vor, okay, na, wenn das ist, dann könnten sich theoretisch unsere Schwerter sogar schon berühren, machen sie jetzt aber nicht, weil offensichtlich durch gewisse Hindernisse geht das hier nicht durchs Video. Das heißt, wir spiegeln einfach unsere Position. Wenn ich in Coda Longa Stretta bin, seid ihr in Coda Longa Stretta. Wenn ich in Porta di Ferro bin, seid ihr in Porta di Ferro. Und wenn ich jetzt eine zum Beispiel zu große Ausholbewegung mache, um zu schlagen, dann versucht idealerweise schon in dieser Ausholbewegung direkt in Guardia di Faccia anzugreifen. Wenn ich nach hierhin aushole oder sollte ich nach hierhin ausholen, dann direkt schon in Guardia d'entrata angreifen. Ja, denn unser Angriff sollte uns natürlich auch möglichst vor dem folgenden Angriff noch decken, falls er nicht direkt tödlich ist, also unser eigener Gegenangriff. Gut, solltet ihr das zu spät mitbekommen, dann könnt ihr natürlich das hier immer noch nutzen, um Parade und Riposte zu üben. Gut, die Angriffe werden nur von oben kommen. Und ab und zu werde ich vielleicht auch mal in die Lagerposition gehen. Und wenn ich in die Lagerposition gehe, dann mache ich in dem Moment ja einen bestimmten Bereich immer besonders weit auf. Wenn ich also in Coda Longa Lager gehe, dann mache ich insbesondere diesen Bereich auf. Dann möchte ich gerne, dass ihr entweder mich wieder in Guardia di Faccia angreift mit einem Stich oder mit einem Mandrito. Ja, in dem Moment, nämlich wo ich hier wegbewege, ist dieser Bereich am weitesten offen. Ja. Hierhin, also einen Reverse zu blockieren, wird mir wesentlich leichter fallen, als hier die Bewegungsenergie quasi wieder aufzuwenden, das komplett umzudrehen, die Bewegung, und dann einen Mandrito zu blockieren. Gleiches Spiel, wenn ich in Porta di Ferro Lager gehe, mache ich hier auf. Also entweder greift ihr mich mit einem Stich an, in Guardia d'entrata, dann seid ihr quasi genau hier und würdet hier alles blockieren. Oder ihr greift mich mit einem Reverso an, ja, weil es mir natürlich wieder am schwersten fallen wird, diesen Angriff zu blockieren. Gut, also versuchen wir uns da mal reinzuversetzen. Wenn ich nur zwischen den Stretta-Positionen wechsle, wechselt ihr auch einfach zwischen den Stretta-Positionen. Und ich gehe, mache so ein bisschen kleine Fußarbeit, das ist jetzt noch kein gutes Zeichen. So lernt ihr auch gleich schon mal, was ein vernünftiger Moment wäre, um beim Heben des vorderen Beines im Prinzip den Gegner anzugreifen. Und wenn ich nach vorne gehe, geht ihr ein bisschen nach hinten. Wenn ich nach hinten gehe, geht ihr ein bisschen nach vorne. Wir halten also diese Distanz gerade. Und ich gehe immer ungefähr einen ganz kleinen Schritt weit, also eine Fußlänge. Ihr seht, verschiedene Ausholbewegungen können ja einfach für diese Distanz zu groß sein. Ja, denn selbst bei dieser Bewegung, ich gehe im Prinzip ja in Porta di Ferro Larga
um dann für meinen Reverso auszuholen. Das ist also ein schönes Tempo für euch anzugreifen. Jetzt habe ich es doch getan. Vielleicht seid ihr ausgewichen. Das letzte, was wir gesagt haben, das letzte Tempo, was uns Giovanni Dalla Bocchi gegeben hat, war, wenn der Gegner einen Schritt nach vorne macht, also den vorderen Fuß hebt. Und natürlich habe ich das auch gerade ganz oft getan. Und wenn man es ganz genau nimmt, könnte man wahrscheinlich sogar bei diesen kleinen Tempi eine Möglichkeit finden, zumindest seine Position zu verbessern. Aber um einen Angriff dort zu starten, da müsste man es schon ganz genau treffen. Lieber möchte ich euch jetzt erstmal ein größeres Tempo geben. Und zwar, wenn ich sehr weit aushole und einen großen Schritt mache und danach, also um in Reichweite zu kommen, um danach dann quasi anzugreifen. Also deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass ihr erst das Schwert bewegt und euch Sicherheit schafft, bevor der Schritt kommt. Aber sollte es mal jemand anders machen und sich quasi erst nach vorne bewegen und dann schlagen, ist es ein guter Moment für euch, diesen Fehler auszunutzen. Und wie wir das machen, ich werde wieder so leichte Schritte vor und zurück gehen und ihr werdet schon merken, dass ab und zu werde ich deutlich größere Schritte machen. Das sind also deutlich größere Tempi und wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen ausholen dazwischen, um die Lücke wirklich sehr weit aufzumachen. Bereit? Auf geht's! Und ganz bewusst mache ich eigentlich gerade was ganz Schlechtes vor, nämlich ich bewege mich zuerst in Reichweite, um dann zuzuhauen. Und verletze eigentlich eine meiner eigenen Grundregeln. Ich präsentiere nämlich zuerst ein Ziel, bevor ich eine Bedrohung präsentiere. Das ist natürlich was Schlechtes. Und selbst so ein Sprung, so schön explosiv, wie er auch sein mag, ist natürlich eigentlich ein Riesentempo und den kann ich auf keinen Fall wieder zurücknehmen. Also wenn man da in den Konter mitläuft, schlechte Idee. Für diese Übung gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, spielt die Übung gerne nochmal ab, um vielleicht noch zwei, drei mehr Tempi zu sehen, die ihr nutzen könntet. Und ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Lektion in der nächsten Woche wieder.